Backe, backe Kuchen, die Bäckerin hat keine Zutaten mehr und wir müssen es ihr besorgen. Hallo und herzlich willkommen zu dieser kleinen Sonderausgabe von Minenarbeit.de. Ich habe heute vor, mit euch einen Kuchen zu backen, weil ich das noch nie getan habe. Hier in Minecraft jedenfalls. Und obwohl ich bin ehrlich, ich habe das schon mal gemacht, um mal auszuprobieren, wie das geht. Damit ich hier nicht so wie der Ochs vom Berg, der sprichwörtliche, stehe. Und überhaupt nicht weiß, wovon ich so erzähle. Wir können auch direkt mal anfangen. Ich höre hier nämlich Kühe. Ja, und das ist das Schwierige an Kuchenbacken. Wir brauchen sehr viele Zutaten. Also das ist wirklich eine ganze Menge, was wir da zusammentragen müssen. Unter anderem nämlich 3 Eimer Milch. So, deswegen nehme ich mir jetzt hier mal, schnappe ich mir direkt meine 3 Eimer. Denn wie es der Teufel will, erscheinen dann natürlich keine Kühe, wenn man sie wirklich braucht. Deswegen nutze ich das jetzt hier eiskalt aus und zapf mal die Kuh an, die mir natürlich nichts gibt. Das ist nämlich noch das nächste Problem. Einmal, das hat funktioniert, das war eben die gerade von hier. Das ist das nächste Problem, dass natürlich nicht jede Kuh Milch gibt. Wo sind die denn jetzt alle? Die hatte ich auch schon. 2. Ja, jetzt brauche ich noch 1 Eimer Milch. Oh Mann, ey. Unverschämtheit. Ja, mein Pfiffi, der sitzt hier, den lasse ich jetzt hier mal sitzen, weil der mir eigentlich ehrlich gesagt relativ schnell auf den Geist geht. Mit seiner ständigen Hin- und Her-Springerei und was weiß ich, dem ganzen Teleportieren. Ja, das wissen viele nicht, Wölfe teleportieren zu einem. Wenn man sich zu weit entfernt als Spieler, macht das nichts. Man muss sich nicht ständig umdrehen, sondern die Wölfe kommen einfach hinterher. Teleportiert praktisch. So, hier ist keine Kuh, definitiv nicht. Ich brauche aber noch 1 Eimer Milch. Auch Leute, jetzt macht mich hier nicht schwach. Was ist denn mit der da vorne? Das ist, glaube ich, die von oben. Ja, ja, die hat mir jetzt nichts gegeben. Gut, wir nutzen die Zeit. Ich will natürlich versuchen, das hier jetzt auch alles in einem Video unterzubringen. Wir nutzen jetzt die Zeit und suchen natürlich noch weitere Zutaten. Wir brauchen nämlich noch Getreide für unseren Kuchen. Und ein Ei. Das ist auch doof. Also das hole ich mir gleich aus dem Lager, weil Eier, die sind ja wirklich extrem zufällig, erscheinen die nur. Hühnchen habe ich hier noch gar nicht gesehen. Was brauchen wir noch? Zucker. Natürlich, in den Kuchen gehört auch schön Zucker. Damit uns hinterher die Zähne alle ausfallen. So, leider sind ja Zahnbürsten in Minecraft noch nicht erfunden. Das wäre ja vielleicht mal eine richtige tolle Idee. So, Zucker nehmen wir uns mit hier. Das ist Zuckerrohr. Einfach draufhacken. 2 Stück brauchen wir. Natürlich habe ich davon auch noch genügend in meinem Lager, aber das... Wo bleibt denn da der Spaß, sag ich mal? Jetzt wollen wir das natürlich selber mal hier machen. Ja, das, was ich nicht an Zucker brauche, das pflanze ich direkt wieder ein. Ich brauche nur 2 Stücke Zucker. So. Dann packen wir das hier wieder hin. Das ist immer schwierig, da jetzt die Ecke zu treffen. So. Ja, Getreide, 3 Stück. Ich würde sagen, ich hacke das hier mal alles ab. Das war jetzt sogar mehr, als wir eigentlich dann brauchen. Aber besser zu viel als zu wenig. Das überflüssige Zeug, diese Saatgut praktisch, das pflanze ich direkt wieder ein. Hier kann noch was hin. Jetzt kann ich hier nochmal eben aufhacken. Und den Rest auch noch dahin packen, so. Aber nichtsdestotrotz sind wir ja noch auf der Suche nach einem letzten Eimer Milch. Ja, seht ihr eine Kuh hier irgendwo? Dann bitte ruft an. Sagt Kuh da. Ich renne hier hoch und hinter dem Hügel steht mit Sicherheit eine Kuh. Die letzte, die wir brauchen. So ist das, ne? Also das ist ja zum Beispiel jetzt der gleiche Effekt, wie auch nochmal, um auf die Wölfe zurückzukommen, wie viele es auch mit den Wölfen gerade haben. Also viele Leute beschweren sich, also unzählige beschweren sich. Ich sehe das auch an den Suchanfragen auf minenarbeit.de, dass sie keine Wölfe finden. Leute, das ist einfach Murphys Gesetz. Wenn ihr die braucht, dann erscheinen sie nicht.
Ja, habt ihr irgendwelche ganz anderen Sachen zu tun gerade, dann werden euch wahrscheinlich die Wölfe totbeißen. Ja, was sie ja nicht tun, weil sie ja friedlich sind, aber ihr werdet euch dann vor lauter Wolfsrudeln gar nicht retten können. Das ist der gleiche Effekt wie jetzt hier mit der Kuh. Wir brauchen dringend noch eine Kuh. Guck mal. So, und nachdem wir jetzt 5 Minuten hier durch die Gegend gerannt sind, ist da plötzlich auch eine Kuh. Und natürlich, pass auf, es ist jetzt wieder der Effekt. Doch, es hat geklappt, gut. Aber, ne, zu meiner Rede hätte jetzt natürlich gepasst, dass die Kuh uns ausgerechnet natürlich auch keine Milch liefert. Na, das ist halt immer das Sache, die Sachen, die man gerade braucht, die passieren dann nicht. So, das ist rein subjektives Gefühl. Ja, das hat mit dem Spiel gar nichts zu tun. Die Wölfe erscheinen halt in der Taiga, das wisst ihr hoffentlich inzwischen, in der Taiga und in Waldgebieten. Sonst erscheinen die nicht. Also auf normalen, hier so Wüste, da findet ihr selten Wölfe. Ja? Das könnt ihr euch auch denken. Alles klar. Also wollen wir jetzt ja mal gucken. Jetzt haben wir unsere Zutaten zusammen. Das ist schön. Ich renne jetzt in meine Werkstatt oben. Und dann stellen wir uns schnell mal Zucker her. Dafür legen wir einfach das Zuckerrohr hier rein und sammeln den Zucker ein. Wummer, wunderschön klappt das. Drei Getreidedinger hier, Bündel brauchen wir auch. Das haben wir, 5 Stück haben wir. Das Ei fehlt uns, jawohl. Das hole ich jetzt aus irgendeiner Kiste. Ich versuch's mal hier. Nee. Ein Ei. Gut, dann haben wir 3 Milch, 2 Zucker. Das müsste eigentlich für unsere Torte reichen. Das klappt ja hier. Also, das habe ich mir schlimmer vorgestellt. Jetzt müssen wir natürlich noch zustande bekommen, die auch zu backen. Lustigerweise backt man einen Kuchen nicht im Ofen, sondern auf der Werkbank. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass man hier vielleicht nochmal so ein bisschen irgendwas im Ofen machen muss für den Kuchen, irgendwas noch vorbereiten, also, ne, weil im Grunde ist der Kuchen eh schon eigentlich sinnlos. Also Nahrungsmittel finde ich jetzt, ist so mein Spiel. Meine Spielerfahrung, Nahrungsmittel gibt es auch in Minecraft zuhauf. Also eigentlich findet man immer genug Koteletts und zur Not kann man sich noch irgendwie Brot backen, ne? Aber was soll ich mit dem Kuchen? Das ist halt ein nettes Gimmick. Ja, ich mach den jetzt auch einfach mal. Richtig nötig ist der nicht. Man muss ja auch, wie ihr gesehen habt, sehr viel dafür tun, hier allein schon die 3 Eimer herzustellen. Da braucht er ja 9 Eisenbarren für zum Beispiel. Ne? Da geht es ja eigentlich schon los. Das wollte ich jetzt dann natürlich nicht machen, das erstmal das Eisen zu suchen, das wäre da ein bisschen lange geworden. So, die 3 Eimer Milch ist übrigens sehr viel für einen Kuchen, finde ich. Kommen nach oben, das Ei kommt in die Mitte, das ist recht wenig für einen Kuchen, finde ich. Hier der Zucker, das ist eigentlich okay. Ist alles so ein bisschen öko, ne? Nicht so viel Zucker rein. Ja, und natürlich jetzt Getreide für Mehl. So. Da seht ihr schon, da entsteht unsere Torte. Die können wir uns jetzt einfach einsammeln. Ihr könnt euch das jetzt hier so mal eben angucken und merken. Bitte merken. Bitte merken. So, das reicht jetzt. Dann nehmen wir uns den Kuchen mal weg. Packen uns den hier unten rein. Ja, das sind jetzt noch die 3 Eimer. Die bleiben natürlich über. Na, sind jetzt geleert, aber als leere Eimer bleiben die uns noch über. Was mache ich jetzt? Ich mache jetzt einfach mal das Inventar zu. Dann fliegen die nach vorne weg. Renn davor, siehst du, und dann hast du die alle eingesammelt. Da muss man die nicht selber so manuell da immer. Das ist ein ganz guter Trick überhaupt so beim, ne, Aufsammeln und Leeren vom Inventar und von der Werkbank. Bla bla bla. Wir haben jetzt den Kuchen. Was machen wir denn damit? Der Kuchen hat die Eigenart. Man kann den nicht sofort essen, sondern der ist in 6 Stücke unterteilt. Leider kann man den aber nur so hinstellen. Guck mal schön, ne? Sieht auch appetitlich aus, finde ich. Habe ich gut gemacht. So, wenn ich jetzt draufklicke, war das jetzt mit rechts? Ja, genau. Dann habe ich ein Stück von dem Kuchen weggenommen und aufgegessen. Das seht ihr an meinem Herzchen unten. Jetzt mache ich noch ein Kuchenstückchen weg. So, jetzt bin ich schon fast geheilt. So, das Problem, ich kann den Kuchen noch nicht wieder einsammeln. Ja, ich würde den jetzt auf einer Reise beispielsweise gerne mitnehmen. Ich hätte mich ja jetzt zum Beispiel geheilt mit 2 Stückchen. Und jetzt sage ich mal, komm, ich nehme den wieder mit. Ja, dann hacke ich drauf, will den einsammeln, aber dabei mache ich den kaputt. Ne? Ist natürlich realistisch, wer so in so eine Torte reinhaut, der wird natürlich dafür sorgen, dass die das nicht überlebt. Ne, das ist so eine richtige Tortenschlacht. Das wäre natürlich auch mal schön.
Gut, aber so viel zu der Torte, zu dem Kuchen. Nicht sehr praktikabel. Man kann die vielleicht irgendwie in seine Hütte ins Zimmer stellen. Das ist vielleicht ganz nett. Und da dann immer mal abends, wenn man dann heimkehrt, nach einem langen Arbeitstag in der Mine und schon etwas verletzt ist und Stärkung braucht, dann kann man sich vielleicht da ein Stück nehmen. Warum nicht? Warum nicht so auch so einen atmosphärischen Anteil da im Spiel zu haben? Es ist ja, ne, ganz wichtig. Kommt ja demnächst sowieso hier, ne, ich produziere jetzt hier schon wieder, obwohl Beta 1.5 ja schon in den Startlöchern liegt. Da wird also wahrscheinlich schon morgen, übermorgen, sag ich mal, das wahrscheinlich rauskommen. Jetzt also, und ne, das bringt dann natürlich mit dem Wetter auch nochmal richtig schöne Atmosphäre da rein. Gucken wir uns dann auch nochmal genau an. Hier ist es sehr schön mit dem Sonnenuntergang. Das passt jetzt auch sehr schön zum Ende dieses Videos. Ich freue mich, dass ihr da zugeguckt habt. Guckt auch die Let's Shows von minenarbeit.de. Zeigt, dass ihr da seid. Gebt mir Feedback und damit ich hier nicht so Selbstgespräche führen muss. Ich bedanke mich recht herzlich. Das war euer Vorbäcker, nein, Vorbuddler eigentlich, von minenarbeit.de. Tschüss!